Lernen für Gemeinde und Leben, das ist das Motto bei uns an der Hochschule. Das habe ich hier nochmal auf der Folie. Wir haben, bei uns wird natürlich gelernt an der Fachhochschule. Es geht um Gemeinde, weil wir berufsbezogen ganz konkret ausbilden. Und das Stichwort Leben haben wir auch reingenommen, weil Pastorenberuf, Pastorin, Pastor sein, ist nicht nur was Akademisches, sondern was einen ja als ganze Person betrifft, seinen ganzen Glauben, den eigenen und auch zwischenmenschlich eine große Ebene hat. Deswegen sind diese drei Themen, die Bildung, der Berufsbezug, die Praxis und die Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung, persönlicher Glaube, für uns so die drei Aspekte. Ich habe eine kleine Broschüre hinten auch noch ausgelegt, wenn Sie Interesse haben. Der Bund der Freien Evangelischen Gemeinden sucht Nachwuchs an Pastoren. Da sind also Stellen frei und werden Stellen frei. Wenn Sie den Gedanken daran haben, vielleicht haben Sie eine Berufung gehört, informieren Sie sich gerne. So viel in eigener Sache der Hochschule. Jetzt zu unserem Thema heute Abend. Das Hohe Lied Salomos ist ein kleines Buch im Alten Testament, was oft so eher, ich würde mal sagen, am Rande läuft. Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, kann man viel entdecken. Ich habe gemerkt, dass die Begeisterung, die ich dann so entwickelt habe, nicht automatisch auch schon bei den Leuten war, denen ich davon erzählt habe. Sondern das Buch blieb irgendwie zunächst doch eher befremdlich, in verschiedener Hinsicht irgendwie nicht so einfach damit umzugehen. Und möchte heute Abend einiges vorstellen aus diesem Buch und so ein bisschen versuchen, auch das Befremdliche mal anzugehen und zu schauen, was können wir mit diesem Buch machen, wie können wir es uns näher an uns heranholen. Also ich werfe einen Blick, wir werfen einen Blick in den Text selbst und versuchen dann auch Linien für uns zu ziehen, was man von dem Hohen Lied für heute schöpft. Die erste Schwierigkeit beim Hohen Lied ist die, dass man in der Theologie unter den es eine große Uneinigkeit gibt, wie man das Buch überhaupt verstehen soll und in der Gemeinde auch. Deswegen ist das auch in der Theologie oder so kaum ausgewertet, weil die Diskussion bleibt immer schon viel früher stecken. Was ist das eigentlich für ein Buch? Wie geht man damit um? Und ich habe Ihnen heute Abend auch vier verschiedene Ansätze mitgebracht und möchte die Ihnen vorstellen, um so eine Idee zu kriegen, wie man mit dem Buch umgehen kann und vielleicht auch umgehen sollte oder nicht umgehen sollte. Vier verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz ist der, dass gesagt wird, das Hohelied ist mehr oder weniger ein säkulares Liebeslied oder eine Sammlung von ganz gewöhnlichen säkularen Liebesliedern. Manchmal wird das Hohelied dann so benutzt, um zu sagen, ja, hier ist auch kaum von Ehe die Rede, also es geht hier um die freie Liebe. Dann kann man das Hohelied sozusagen zitieren als Gegentext zu anderen Aussagen in der Bibel. Wie kann man so eine Auslegung beurteilen? Jetzt ist erstmal das Hohelied ein poetischer Text und Poesie kann man immer verschieden interpretieren. Es ist also vom Text allein nicht so auf im ersten Blick zu sagen, das ist richtig oder falsch. Aber wenn wir in die Kontexte schauen, in die Zusammenhänge, können wir schon Bewertungsmaßstäbe auch finden, was jetzt oder warum jetzt eine bestimmte Auslegung des Hohelieds Sinn macht und eine andere weniger. Für mich ist ein Kriterium der Auslegung des Hohenliedes, ob es eine kanonische Auslegung ist, das heißt, ob die Auslegung dem Rechnung trägt, dass das Hohelied in der Bibel steht, ein Teil des biblischen Kanons ist. Das Hohelied ist tatsächlich nirgendwo anders überliefert als in der Bibel. Es gibt keine Sammlung alter Liebeslieder, wo das irgendwie vorkommt oder irgendetwas, sondern es ist ausschließlich im Kontext der Bibel überliefert. Und der Kanon funktioniert ja so, dass jedes Buch, das im Kanon ist, einen Beitrag leistet zur gesamten Botschaft, die der biblische Kanon vermittelt. Und so sollte man dann das Hohelied, wenn man es kanonisch lesen will, eben auch lesen und nicht einfach als säkulare Lieder. Eine Sache, die ich gern beim Thema freie Liebe auch direkt noch erwähnen möchte, dieser Gedanke mit der freien Liebe, also Liebe außerhalb von Ehe, ist zu modern gedacht, ganz banal gesagt, also man nennt das auch anachronistisch, also die Zeit ist, man hat sich in der Zeit verwechselt. Ganz grundsätzliche Dinge, damals gab es keine effektiven Verhütungsmethoden, das heißt Sexualität zwischen Mann und Frau hat früher oder später zu Nachwuchs geführt und es gab keine staatlichen Sozialversorgung oder irgendwelche sozialen Systeme, sondern soziale Versorgung gab es nur ausschließlich in der Familie.
Also es kommt ein Kind zur Welt, da muss ja klar sein, wer versorgt die Mutter und das Kind, wenn es klein ist. Und es muss auch klar sein, wenn das Kind größer wird, von wem erbt es dann seinen Acker? Ja, von wo kommt der? Und insofern die Idee einer freien Liebe, dass das sozusagen unabhängig von den Familienstrukturen sein könnte, die passt überhaupt nicht in die damalige Zeit. Das Hohelied wirbt schon für die, man könnte sagen, für die Freiheit der Ehe. Es befreit schon die Liebe auch von manchen negativen Dingen. Die Liebe wird gefeiert, sie wird gewürdigt im Hohenlied. Es ist eine Liebesheirat, die im Hohenlied vorgestellt wird, also keine Verzweckung, nicht ein Heiraten, um irgendeine soziale Stellung oder sich sozial zu sichern, auch nicht ein Heiraten, um Kinder zu kriegen oder irgend sowas, sondern die Freiheit der Ehe steht schon im Mittelpunkt. Von daher ist dieser freiheitliche Aspekt durchaus vorhanden, aber nicht in dem Sinne der 68er Bewegung mit der freien Liebe. Da wären wir einfach in einem ganz anderen Kontext. Eine zweite Art, das Hohelied zu verstehen, Moment, jetzt muss ich mal auf den richtigen Knopf hier drücken, das ist es biografisch zu lesen. Das ist eine Art und Weise, die mir in Gemeinden öfter mal begegnet ist, und das Biografische hat beim Hohelied meistens auch was Abwertendes mit drin. Also das ist eine Geschichte von dem alten Salomo, aber was bedeutet das für uns? Ja, erstmal so, also dokumentarisch, hier wird eben was von der Vergangenheit erzählt, hat mit uns nichts zu tun. Oder noch einen Schritt weiter, ja, der Salomo, der hatte ja sehr viele Frauen, das ist ja nicht unbedingt gerade vorbildlich, was der so gemacht hat. Also ist das Hohelied auch mit Vorsicht zu genießen. Ja. Argumentation kann man sich vorstellen, aber auch hier ist es wieder keine kanonische Auslegung, dass dieses Buch, das Hohelied, im Kanon der Bibel ist, heißt ja auch, dass es dadurch eine Würdigung erfährt oder dass die Gemeinde, die jüdische Glaubensgemeinschaft bestätigt hat, dass dieses Buch mehr ist als nur irgendein alter Bericht oder mehr als nur ein persönlicher Erguss vom König Salomo, sondern etwas ist, was für Lehre und Leben grundlegend ist. Gottes Wort im Menschenwort gilt auch fürs Hohelied Salomos als Buch der Bibel. Deswegen können wir da nicht den Autor abwerten. Auch hier muss man aufpassen, auch dass wir nicht zu modern denken. Wir denken bei Autoren an Individuen, die so ihre ganz persönlichen Dinge reinbringen in ein Buch. In der damaligen Zeit hat man bei der Literatur schon mehr das Klassische, das Allgemeingültige gesucht. Ja. Wenn jemand was ganz Persönliches aufgeschrieben hat, konnte er auch machen, aber das würde nicht unbedingt dann tradiert werden. Das würde nicht jemand anders wieder abschreiben und vervielfältigen und so weiter. Also ich bringe das mal rein. Ich lade übrigens, wenn ich auch zu Ende mit meinem Vortrag bin, ein dazu, dass wir dann über alles reden. Und wenn Sie sagen, ich lese das aber doch biografisch, das Hohelied, dann können wir uns auch gern darüber austauschen. Für mich, ich merke immer, wenn jemand mit dem Hohelied Schwierigkeiten hat oder was komisch ist, dann sagt man, ach, der olle Salomo und so. Aber das wäre genauso, wenn ich beim Neuen Testament sage, ach, das hat ja nur der Paulus geschrieben oder so. Das ist für mich jedenfalls nicht der Ausgangspunkt, sondern wir haben hier ein Buch der Bibel, das ich so auch als biblisches Buch lesen möchte. Eine dritte Art, das Hohelied zu lesen, ist allegorisch. Allegorie heißt, dass man das, was da wörtlich steht, auf eine andere Ebene überträgt. Und zwar beim Hohelied ist es so, dass die Liebe zwischen Mann und Frau, die hier beschrieben wird, übertragen wird auf die Liebe zum Beispiel zwischen Gott und Israel, wenn man es alttestamentlich liest, oder zwischen Christus und der Gemeinde neutestamentlich. Es gibt im Mittelalter auch noch andere allegorische Auslegungen, zum Beispiel also die Beziehung von Jesus und Maria sieht man im Hohenlied allegorisch dargestellt. Gibt es da. Diese allegorische Auslegung, die kann zunächst mal für sich beanspruchen, dass sie sozusagen eine kanonische Auslegung ist. Die Liebe zwischen Gott und Mensch ist ein Thema der Bibel, was man überall in der Bibel findet, also passt das Hohelied dann wunderbar da rein. Im Gegensatz dazu, diese Erotik und dieses zwischen Mann und Frau, da hat man zumindest im Mittelalter immer das Gefühl gehabt, das passt nicht so richtig rein, deswegen darf man das eben nicht so wörtlich lesen. Tatsächlich ist es so, dass die Bibel Gottesbund und Ehebund vergleicht miteinander, aber nie mit Blick auf die Erotik. Das muss man schon sagen, wo von Gott und seinem Volk die Rede ist als Liebesbeziehung, wird das nie erotisch, da werden nicht irgendwelche Körperteile des Mannes oder der Frau aufgezählt oder irgend solche Dinge. Aber im Hohelied ist gerade das der Fall, ist gerade dieser erotische Teil auch recht stark vorhanden. Und das jetzt allegorisch zu übertragen, führt schon zu Befremden.
Die Auslegung ist meiner Ansicht nach nicht textgemäß. Ich gebe mal Beispiele von alten Auslegern wie Origenes und Kirchenvater. Da steht zum Beispiel eine Stelle ziemlich am Anfang: Ein Myrrenbeutelchen ist mir mein Geliebter, der zwischen meinen Brüsten ruht. Und der Origenes interpretiert dann so und sagt, das Myrrenbeutelchen ist Jesus Christus und die Brüste sind das Alte Testament und das Neue Testament. Ja. Ist ja auf jeden Fall irgendwo auf einer sicheren Seite, sozusagen thematisch. Aber für uns heute ist es doch sehr offensichtlich, dass das einfach sehr merkwürdig ist, das Hohelied auf diese Art und Weise auszulegen. Also deswegen, das ist für mich das wichtigste Argument gegen die Allegorie. Es gibt auch heute wieder Autoren, die die Allegorie neu betonen. Das sind nicht nur die Alten, es gibt auch heute wieder, im katholischen Bereich gibt es mehrere, die da auch wissenschaftliche Arbeiten drüber geschrieben haben und das wieder neu reinbringen. Für mich bleibt es dabei, es ist nicht textgemäß. Es ist einfach, im Hohenlied geht es um was anderes. Dass die Liebe zwischen Mann und Frau auch Vergleichspunkte hat mit der Liebe Gottes, das steht ja außer Frage. Die Verbindung wird hergezogen, aber das wird gezogen an verschiedenen Stellen. Aber dass es um Mann und Frau geht, ist eigentlich auch klar im Hohenlied. Dahinter steht auch eine Gefahr, nämlich, oder ein Problem, dass wir eine Abwertung des Menschlichen haben bei einer allegorischen Auslegung. Also eine Art, ja, man ist der Welt und der Schöpfung eher abgewandt und sucht sozusagen die geistliche Ebene. Aber die Bibel, das Alte Testament, ist ja der Schöpfung sehr positiv zugewandt. Gott ist ja der Schöpfer im Alten Testament. Das ist das, worüber eher sehr viel definiert wird. Der Schöpferkönig, der über seiner Schöpfung thront, und die Liebe zwischen Mann und Frau gehört zu dem, was er geschaffen hat. Deswegen die vierte Auslegung, die vierte Auslegungsrichtung. Und die bezeichnet man als schöpfungstheologische oder weisheitliche Auslegung, die Liebe zwischen Mann und Frau. Also es geht um Mann und Frau und es geht um die Beziehung von Mann und Frau. Und das ist nichts Säkulares, weil Gott hat das ja geschaffen. Gott hat uns gemacht als Mann und Frau. Und warum sollte die Bibel zu diesem wichtigen Thema unseres Lebens nicht auch etwas zu sagen haben? Ich habe hier neben dem Thema Stichwort Schöpfungstheologie auch noch das Stichwort Weisheit. Es gibt einige Theologen, die sagen, das Schöpfungslied gehört noch konkreter als nur Schöpfungstheologie, gehört zum Bereich der Weisheit des Alten Testaments. Zu denen gehöre ich auch, deswegen stelle ich das hier auch ganz gerne vor. Im Alten Testament, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, also das Buch Sprüche ist so das klassische Einführungsbuch in die Weisheit. Und es gibt dann das Buch Hiob und das Buch Prediger, die auch in diesem Bereich Weisheit gehören. Es gibt ein paar Weisheitspsalmen dann noch. Und es gibt einige Theologen, wie gesagt, die sagen, das Hohelied gehört auch in diesen Bereich. Und zwar kann man das argumentieren, wenn man schaut, das will ich jetzt nicht zu detailliert machen, wenn man schaut, was so typisch ist für die Weisheit. Für die Weisheit ist typisch, dass erstens, dass man durch Beobachten lernt. Die Weisheit, in den Weisheitsbüchern steht nicht, so spricht der Herr, wie bei den Propheten, oder steht auch nicht, so steht geschrieben, wie die Schriftgelehrten später sagen, sondern in den Weisheitsbüchern steht, ich habe beobachtet, ich habe gesehen. Im Predigerbuch zum Beispiel ganz oft, aber auch im Sprüchebuch. Auch im Hohenlied wird einfach beobachtet, wird einfach beschrieben. Diesmal nicht von außen, sondern die Frau selbst beschreibt ihr Gefühlsleben an vielen Stellen, aber das ist dieses Beobachtende. Zweites, was typisch ist für die Weisheit, ist, dass man versucht, typische Szenen festzuhalten. Also in der Sprücheweisheit so typische Zusammenhänge zu formulieren in kleinen Sprüchen, und im Hohenlied werden Beispiele, Szenen einer Liebesbeziehung beschrieben. Ein drittes Element ist, dass in der Weisheit das Verstehen und das Lebensgestalten zusammengebunden sind. Also Weisheit ist was anderes als Wissen. Es geht in der Weisheit auch um Wissen, aber es geht um Wissen, was mit der Praxis zu tun hat, mit dem Leben zu tun hat. Und vom Wissen überlege ich, wie ich mich halte. Also im Hohelied sozusagen unter der Überschrift, was man wissen muss, um Liebe gelingend zu gestalten. Oder beispielhaft wird vorgeführt, wie man Liebe gelingend gestalten kann. Ganz konkret gibt es im Hohelied einen Satz, der so diese Ebene des Reflektierens anspricht, der kommt öfter vor: weckt die Liebe nicht, bis es ihr gefällt. Also die Frage nach dem Wann ist so eine große Frage bei der Liebe, und die wird im Hohenlied immer wieder formuliert, als was, wo man als Leser so sein Augenmerk auch drauf richten soll. Wann ist die richtige Zeit? Dieser weisheitliche Zugang zu dem Thema ist auch noch aus einem anderen Grund spannend. Der ist nämlich auch deshalb spannend, weil er auch Menschen heute oder uns selber und Menschen heute mit reinnimmt. Es ist nicht wie bei den
verboten, das sind ja meistens Verbote dann beim Thema Liebe irgendwie, du sollst die Ehe brechen. Da wird einfach eine Norm vorgegeben. Wir können auch verstehen, dass sie gut ist, sagen wir auch. Und trotzdem, da ist noch keine Motivation unbedingt dahinter. Es ist erstmal nur eine schroffe Vorschrift und manche Leute fragen, wieso eigentlich? Und das Hohelied macht das anders. Es nähert sich an über Beispiele und sozusagen, es gibt noch nicht die Antworten, sondern es stellt erstmal die Fragen. Und das sind die Fragen, die uns heute aber genauso interessieren, wie früher die Leute interessieren, nämlich die Frage, wie kann ich meine Beziehung gut gestalten? Wie kann ich meine Partnerschaft gelingend gestalten? Ich habe jetzt mal das Wort nachhaltig hier mit reingenommen, da kann man verschieden formulieren. Aber dieses Anliegen, das bewegt uns genauso wie Menschen vor 3000 Jahren und das Hohelied, sozusagen gibt kein Verbot vor oder Gebot vor, sondern es lädt ein zum Mitdenken. Und das ist eine interessante, ergänzende Art, zu den anderen Texten im Alten Testament mit dem Thema umzugehen. Also ich lade dazu ein, das Hohelied auf dieser Ebene so schöpfungstheologisch und weisheitlich zu lesen. Die Liebe einfach so wahrzunehmen, was da beschrieben wird und dann zu sehen, was da am Beispiel für typische und sinnvolle Dinge aufgezeigt werden. So, bis jetzt waren wir so ein bisschen über dem Text noch drüber, so als Ansatz des, zum Ganzen. Jetzt möchte ich an einem Textbeispiel mal reingehen und einen Textabschnitt einmal anschauen. Auch deshalb, weil der Text vom Hohenlied selber für uns oft auch befremdlich ist. Ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen in letzter Zeit mal darin gelesen hat. Ich glaube, Markus Wolf sagte, dass es auch gelesen wurde. Also einige von Ihnen vermutlich, weiß jetzt nicht wer, aber wir schauen einfach zusammen auch rein, es ist kein Thema. Wenn man daran liest, egal ob eine alte Übersetzung oder eine moderne, es ist nicht einfach zu verstehen und manches ist sehr merkwürdig und wunderlich, sage ich mal. Und einen solchen etwas wunderlichen Textabschnitt habe ich heute auch mal mitgebracht. Ich lese mal diesen Abschnitt vor. Wie schön du bist, meine Freundin, wie schön du bist. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead springen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich. Wie eine Granatapfelscheibe schimmern deine Wangen hinter deinem Schleier hervor. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. 1000 Schilde hängen daran, alles Schilde von Helden. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lotusblumen weiden. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrenberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Eines der sogenannten Beschreibungslieder, kann man auch nachvollziehen, warum das so genannt wird. So von der Grundidee ist, glaube ich, uns klar, worum es geht. Es gibt da so eine Rahmung am Anfang und am Ende, so ganz schön aufgebaut. Zuerst wird beschrieben und am Schluss kommt dann so die Bewegung rein. Und doch so diese Zeilen im Einzelnen reichlich merkwürdig. Also so ein, wenn jetzt ein Mann heute einer Frau sagt, dein Haar sieht aus wie eine Herde Ziegen, ist irgendwie... wird eher weniger als Kompliment wahrgenommen werden, denke ich mal. Es gibt jemanden, der hat das dem mal bildlich Gestalt verliehen, diesem Gefühl. Das Bild zeige ich gerne hier einmal. Er hat hier diese Stelle und noch eine andere verarbeitet. Also man sieht die Granatapfelscheibe, man sieht hier die Ziegen als Haare, die Taube ist das Auge und dann gibt es diesen Turm Davids. Und hier unten sind die Kitze der Gazelle und so weiter. Alles mal so reingemalt. Jetzt kann man überlegen, ist das irgendwie das altvorderorientalische Schönheitsideal oder was ist jetzt hier das Problem? Tatsächlich haben die Ausleger lange Zeit viel Schwierigkeiten gehabt, das zu verstehen, das einzuordnen. Irgendwie man sieht, so kann es eigentlich nicht gemeint sein, ja? Aber wie ist es dann gemeint? Und diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten gewesen. Viele Ausleger von Hohenlied-Kommentaren, kann man das lesen, versuchen sich da echt, also quälen sich da echt ab, diese Bilder irgendwie zu erklären. Bis eines Tages Hilfe kam von einem Kunsthistoriker, einem altägyptischen, also der Kunst vertraut war. Und der hat diese Bildsprache
quasi neu entschlüsselt, neu entdeckt, worum es bei diesen Bildern geht. Er hat zwei Prinzipien genannt, wo wir heute, oder wo so ein Bild falsch liegt. Und die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Und das erste Prinzip ist das, dass wenn hier von bestimmte Begriffe sind wie Taube und anderes, dass wir uns hier nicht auf die Natur beziehen, sondern auf die Kultur. Das heißt, dass wir nicht jetzt die Taube als Vogel einfach haben, sondern dass die Taube als ein Symbol für etwas. Also so wie man heute sagt, du Schlaufuchs oder so. Man bezieht sich nicht auf den Fuchs, das Tier im Wald, obwohl der bestimmt auch schlau ist, aber man bezieht sich auf diese Rede vom schlauen Fuchs. Und er hat eine Menge Bilder, er hat einen Kommentar zum Hohenlied herausgebracht mit irgendwie 168 Bildern, was ganz erstaunlich ist für Alttestamentler, weil die meistens keine Bilder in ihren Büchern haben, aber er schon. Und er hat ganz viele Bilder aus dem alten Vorderen Orient, wo er diese einzelnen Motive untersucht. Ich zeige hier mal ein Bild, wo es um die Taube geht. Deine Augen sind Tauben. Ja, warum sind Augen Tauben? Man hat überlegt, seine Augen haben vielleicht die Form wie Tauben oder vielleicht ist die Farbe irgendwie ein bisschen ähnlich. Oder Luther hat, glaube ich, übersetzt, deine Augen sind Taubenaugen. Aber Taubenaugen sind auch wiederum jetzt kein Ideal für menschliche Augen. Der Ottmar Kiel, von dem ich eben gesprochen habe, also der Ägyptologe, Kunsthistoriker, hat viele alte Bilder aus der Zeit hervorgeholt, wo auch Tauben gebildet sind, und zwar immer dann, wenn irgendwelche Liebespaare oder irgendein Liebesgeschehen da gekennzeichnet werden soll. Diese Bilder sind jetzt gerade mal alle nicht aus Ägypten, das habe ich mit Ägypten angekündigt, aber die oberen beiden Bilder sind aus Assyrien, 1700 vor Christus, also richtig alt. Hier ist ein Mann und eine Frau in einer eindeutigen Pose und da oben sind Vögel abgebildet. Ja. Und hier sieht man einen Mann und eine Frau beim Wein trinken und da ist auch ein Vogel oben drüber abgebildet. Jetzt kann man sich sagen, okay, da fliegen jetzt zufälligerweise Vögel durchs Bild. Nein, sondern Vögel haben eine Absicht. Die sind nämlich tatsächlich ein Symbol für die Liebe. Die Taube ist ein Symbol für die Liebe. Das ist so ähnlich, wie wenn wir heute würde man, wenn man einen Comic machen würde, würde man da so ein Herzchen hinmalen. Ja? Und diese Herzchenform, die so die Liebe symbolisiert, damals hat man eben eine Taube abgebildet. Hier unten ist nochmal so ein Bild, das ist aus dem griechischen Bereich, was man vielleicht auch erkennen kann. So 7. Jahrhundert vor Christus habe ich jetzt die Zahlen nicht parat. Hier ist ein Flötenspieler. Und hier sitzt eine Frau und von der Frau fliegt eine Taube zum Flötenspieler. Also der Musiker bezirzt diese Frau quasi und sie reagiert darauf. Das heißt dann also, deine Augen sind Tauben. Der Satz heißt nicht, die sehen aus wie Tauben oder sowas, sondern deine Augen sind voller Liebe. Ja, in deinen Augen leuchten Herzchen. So, sowas in der Art heißt dieser Satz dann tatsächlich. Also nicht die Natur, sondern die Kultur. Und was der Ottmar Kehl, dieser Ägyptologe, dann gemacht hat, hat diese ganzen verschiedenen Bilder gesucht, auf alten Abbildungen bei den Ägyptern, bei den Griechen, bei den Assyrern und so weiter und immer geguckt, wo da eine Symbolik drin ist und wie die Symbolik aussieht. Ein zweites Prinzip, das möchte ich an dem Thema mit der Ziegenherde und den Haaren mal verdeutlichen. Da habe ich jetzt hier nur so zur Erläuterung ein Bild, das sind ägyptische Tänzerinnen, wo man lange schwarze Haare sieht, vielleicht Rücken, aber das war so das Ideal damals. Und wenn da steht, dein Haar sieht aus wie eine Herde Ziegen oder dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead herabhüpfen, dann ist es so, es geht nicht um das Aussehen, sondern es geht um die Dynamik, die dem innewohnt. Also eine Ziegenherde, die einen Bergabhang herunterspringt, so in großen Sprüngen, die Böcke, das ist ja auch so eine Wellenbewegung wie so Locken, auch ja, entfernt, aber das drückt auch ganz viel Lebenskraft aus, Energie, Vitalität. Ja? Und die Frau mit ihren Haaren, die sich bewegt und die Haare gehen so um ihren Kopf, dann drückt es auch Lebensenergie, Vitalität, Kraft aus. Und das ist dann hier, also dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, heißt dein Haar strahlt so viel Lebenskraft aus, ja? Energie, Lebendigkeit aus, wie so eine Ziegenherde, die einen Berghang herab rennt. Ja? Auf diese Weise kann man jetzt durch ein Bild nach dem anderen gehen im Text und kommt so nach und nach etwas mehr dahinter, was damit gemeint ist. Also die Augen im Vers 1 und die Ziegenherde habe ich gerade erwähnt.
Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Da kann man sich wohl vorstellen, dass Schafe geschoren werden und gewaschen werden oder vor dem Scheren gewaschen werden. Das ist nicht ganz eindeutig. Und die werden dann durch so einen Bach geleitet. Und auf beiden Seiten stehen Leute, die die Schafe schnell abwaschen. Vielleicht vor dem Scheren macht mehr Sinn, weiß ich nicht genau. Und dann heißt es, dass die Schafe so eine Zweierreihe dann bilden am Bach. Ja? Auf beiden Seiten stehen die Leute und reiben die ab, vielleicht mit so kleinen Besen oder irgendwas. Dann ist das eben so eine Zweierreihe von weißen Schafen und die erinnert eben an die Zähne, an die Zweierreihe der Zähne und es fehlt keiner. Heutzutage kann man das ja beim Zahnarzt solche Dinge alle regeln, aber früher war das natürlich anders, da gab es natürlich Zahnlücken. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Wie eine Granatapfelscheibe schimmern deine Wangen hinter deinem Schleier hervor. Hier wird diskutiert, weil, also der das hier übersetzt hat, der hat noch nie einen Granatapfel in Scheiben gesehen. Wenn ich versuchen würde, es geht gar nicht. Es gibt nur eine Riesensauerei, wenn man einen Granatapfel in Scheiben schneiden will. Der Ottmar Kehl hat hier vorgeschlagen, zu übersetzen, wie ein Riss im Granatapfel schimmert, also deine Wangen, da steht eigentlich dein Weiches, schimmert dein Weiches hervor und er meint, dass also der reife Granatapfel platzt so auf und dann ist so ein Riss und innen drin sind diese roten Früchte und er vergleicht das mit dem Mund der Geliebten. Das ist innen weich und so, das ist eine Möglichkeit, diese Stelle zu verstehen, das wissen wir leider nicht genau. Granatapfel sind aber ist auch etwas, was oft abgebildet wird. Also in Ägypten, bei irgendwelchen Festmälern, die sind immer mit Granatäpfeln dekoriert. Ja. Also die haben auch da irgendwie eine Bedeutung. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. Hier geht es auch wieder nicht ums Aussehen in erster Linie. Man kann überlegen, ja, ein Hals wie ein Turm einfach besonders lang oder besonders dick oder was ist damit gemeint? Es geht um was anderes. Es geht darum, dass der David diesen Turm bauen konnte und diese Schilde von Helden dranhängen konnte. Das zeigt ja Macht. Ja? Das zeigt, dass er über die Ressourcen verfügt, so einen Turm zu bauen und dass er Helden hat, die Taten vollbringen, von denen man dann die Schilde dahin kann. Also das zeigt Stolz, ja? Selbstbewusstsein. Und der Hals der Frau zeigt auch hier, drückt auch Stolz, Selbstbewusstsein aus. Ja, die Schilde der Helden kann man dann vergleichen mit dem Schmuck, den die Frau am Hals trägt. Also sie tritt eben auf und macht Eindruck, so wie so ein Turm Eindruck macht. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lotusblumen weiden. Das ist auch nochmal so ein Satz, wo man sehr rätseln kann, wieso jetzt dieser Vergleich. Das erste ist schon wieder ein Übersetzungsproblem. In euren Bibeln, in ihren Bibeln wird hier stehen Lilien. Es hat sich aber gezeigt, es ist leider ein Fehler, der sich durchzieht in den Bibelübersetzungen, aber es hat sich gezeigt, dass das Wort, von dem hier, also das, was von dem hier die Rede ist, keine Lilien sind, sondern Wasserlilien, das heißt also Lotusblumen. Und das macht einen großen Unterschied für was vermittelt wird, weil Lilie steht was für keusch und so, während die Lotusblume was für also heute steht die Lotusblume ja für Sauberkeit, ja, weil die hat, da gibt es den Lotus-Effekt, aber früher für Leben, für Lebensenergie. Das Thema Lotusblume ist auch weit verbreitet im alten Ägypten. Dazu habe ich nochmal zwei Bilder mitgebracht. Und zwar hier links sieht man einmal den Kopf vom, es ist so, also ein, wie sagt man, Statue ist es nicht. Also es ist eine Nachbildung aus Holz oder Stein irgendwie. Der Kopf vom Pharao Tutanchamun über einer Lotusblume als Grabbeigabe. Und das soll ausdrücken, die Lotusblume ist ein Zeichen für Leben und Lebenserneuerung. Das soll ausdrücken, dass dieser Pharao praktisch wiedergeboren wird oder neu geboren wird. Hier oben ist ein Bild auf so einem Armreif, auch aus Ägypten, wo der Sonnengott über einer Lotusblume zur Welt kommt. Und hier unten ist noch mal eine Göttin, die auch Lotusblumen in der Hand hält. Mit den Lotusblumen war es damals so, im alten Ägypten gab es ja die Nilüberschwemmung. Da war dann für 2-3 Monate das gesamte Land mit Wasser, der gesamte Bereich mit Wasser bedeckt und war wie tot, war für Menschen nicht nutzbar. Und dann ging das Wasser zurück und dann sind als erstes überall Lotusblumen aufgegangen. In den kleinen Pfützen und so weiter gab es überall die Lotusblumen. Und das war für die Ägypter so das Symbol für den Neuanfang, ja, für das neue Leben, was jetzt kommt. Und diese Lotuspflanze hat diese Botschaft sozusagen als Symbol in sich. Leben und Lebenserneuerung. Und dann auch das andere, was im biblischen Text genannt wird, sind dann noch die Gazellen.
Skizze Zwillinge der Gazelle, die in den Lotusblumen waren. Da gibt es interessanterweise auch im alten Ägypten ein Bild, was beides kombiniert, nämlich die Lotusblumen und die Gazellen. Das hier ist die Seite von einer Truhe aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Und hier in der Mitte ist so eine fantasiegestaltete Lotusblume und hier außen sind Gazellen, die jeweils ein Kitz säugen und an dieser Lotusblume fressen. Und die Gazellen sind auch ein Symbol für neues Leben, und zwar deshalb, weil diese Gazellen in scheinbar sehr unwirtlichen Gegenden leben, also in Gegenden, die sehr trocken sind und steinig, wo man als Mensch nicht lange überleben würde, aber die können da irgendwie überleben und auch noch ihre Kinder großziehen. Und dieses Symbol, der Sieg des Lebens über die Trockenheit sozusagen, und in der Lotusblume ist der Sieg des Lebens über das Wasser, zwei Symbole für, ja, dass das Leben gewinnt, dass das Leben weitergeht, sind hier sozusagen kombiniert und werden dann vereint, Ottmar Kehl sagt, zu einem Supersymbol, ja, für Leben und Lebenserneuerung. Und das ist dann, was hier auch im Hohenlied aufgegriffen wird. Deine beiden Brüste, die stehen ja für das Kinder, also für die Lebenskraft, die ausgeht für die Kinder. Da kann man auch überlegen, ob es da Verbindungen gibt, aber so diese Grundidee, diese Leben und Lebenserneuerung die Gazelle mit ihren Kitzen, die Zwillinge in den Lotusblumen weiden. So kann man jetzt Vers für Vers, und man muss das ganze Hohenlied sich durcharbeiten. Manche Bilder wiederholen sich, aber dann kommen auch immer noch mal andere und kann das auf diese Weise entschlüsseln. Was haben die damaligen Leser mit diesen Symbolen angefangen? Wie haben die darauf reagiert? Und da merkt man, dass es eigentlich ein sehr, heute befremden uns die Metaphern, damals haben sie aber gewirkt. Und wenn man sich das nachvollzieht, wie die wirken, was sie bedeuten, dann versteht man plötzlich, was dieser Text macht, ja, was der aussagen will. Da empfehle ich den Kommentar von Ottmar Kehl oder meinen eigenen, wo ich das auch für die ganzen Stellen jeweils versucht habe aufzubereiten. Jetzt vom konkreten Text einen Schritt weiter. Was können wir so daraus mitnehmen, vielleicht von so einem biblischen Text, jetzt so die Anwendung für heute? Wir sagen, kanonischer Text ist ja nicht nur irgendwas Historisches, Altes, sondern was für heute. Ich habe mal gelesen bei einer Auslegung von einem Amerikaner, der meinte, das könnten sich Ehepartner gegenseitig im Schlafzimmer vorlesen. Fand ich den Gedanken also eher befremdlich, weil ich weiß nicht, es wäre bestimmt lustig, ja, das bestimmt. Aber davon abgesehen ist es einfach doch von der ganzen Metaphorik irgendwie so fremd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wirkt, aber man kann Ideen oder Prinzipien oder Gedanken davon ableiten. Und zwei habe ich davon. Das eine ist das Thema hier zum, ich habe mal formuliert, sehen und gesehen werden, und das andere ist in Worte fassen. Ich stelle das kurz vor. Das sind so kurze Gedankenimpulse, da könnte man natürlich immer noch viel mehr sagen, aber so als Grundidee. Also sehen und gesehen werden. Wahre Schönheit kommt von innen, sagt man ja, aber Schönheit kommt auch von außen, wie man auch weiß, beides ist irgendwie richtig. Wie geht die Bibel, wie geht das Hohenlied mit dem Thema Schönheit um? Im Hohenlied gibt es die Schönheit von außen und die Schönheit von innen. Die Schönheit von außen, dazu kann man zwei Dinge sagen, vielleicht im Kontrast zu dem Griechisch-Antiken. Im Griechischen-Antiken ist die Schönheit die Ästhetik, also da gibt es sowas von Form und Inhalt. Form ist die Schönheit und der Inhalt ist dann irgendwie der Mensch oder so. Was die Gefahr mit sich bringt, dass es auch diese Verobjektivierung gibt von Frauen beispielsweise, was wir ja heute erkennen, auch aus der Diskussion. In dem hebräischen Kontext, im Hohenlied, ist die Ästhetik, die körperliche Schönheit, einmal direkt immer verbunden mit Beziehung. Es beginnt mit dem Augenkontakt. Ja? Deine Augen sind wie Tauben, also deine Augen leuchten mich liebevoll an. Da ist sozusagen Beziehung, was das Ganze beginnt. Und insgesamt kann man sagen, so versuchen es die Theologen zu unterscheiden, Schönheit ist hier nicht eine ästhetische Beschreibung, sondern eine verobjektivierte Beschreibung von außen, sondern Schönheit ist ein Erleben einer
Attraktivität. Also es ist auch hier ein Begegnen und Schönheit ist immer was, wo der beschreibt, sozusagen reingezogen wird. Nicht neutral von außen das beschreibt, sondern reingezogen wird. Das Beschreibungslied enthält auch ganz viel in Sachen Schönheit von innen, nämlich wenn man die Bilder, diese Metaphern so übersetzt, wie ich Ihnen vorhin vorgestellt habe. Also es geht nicht, dass die Augen schön aussehen, sondern dass die Augen liebevoll strahlen. Also da geht es um was Inneres. Die Locken, die Lebensenergie zum Ausdruck bringen. Ja, der Hals, der Stolz oder Selbstbewusstsein zeigt, wie ein wehrhafter Turm und so weiter. Also Schönheit von außen, Schönheit von innen. Noch einen zweiten Anwendungsgedanken, es in Worte fassen, habe ich mal überschrieben. Ich habe danach noch einen Teil, ich muss dann gucken, wie viel Sie noch können und wir noch wollen. Ich glaube, so gegen, ganz kurz mal zur Abstimmung, gegen 8:30 müssten wir dann, dass wir noch ein bisschen Zeit zum Reden, aber dass keiner jetzt das Gefühl hat, das zieht sich ewig oder so. Ich habe interessante Sachen mitgemacht. Es gibt noch so viele interessante, ich habe mich schwer getan, mich zu entscheiden, aber ich hoffe, dass die Sachen, die ich dabei habe, Ihnen zusagen. Es in Worte fassen, also Liebe ist es in Worte fassen. Es gibt ja ganz verschiedene Arten und Weisen, wie über Liebe geredet wird. Es gibt romantische Art und Weisen, über Liebe zu reden. Es gibt medizinische Art und Weise, über Liebe, Sexualorgane und so zu reden. Es gibt so Fernsehdokus, wo sozusagen so objektiv über Dinge berichtet wird, wo man dann aber das Gefühl hat, über das, worum es eigentlich geht, das kommt dann irgendwie nicht mehr so richtig vor, weil es alles nur noch sozusagen was Mechanisches, Körperliches ist. Es gibt Lieder, in denen sehr derb Sexualität geredet wird. Und es gibt aus der Gemeinde bekannt auch das peinlich berührte Schweigen. Das ist hier bestimmt nicht so, aber ich komme ja rum und weiß nicht, wie es vor Ort ist, deswegen kann ich da ganz offen reden. Es ist ja auch nicht so einfach, über das Thema zu reden, über das Thema Liebe zu reden. Und in manchen Gemeindekontexten hat man nicht so eine Sprache gefunden dafür, wie man da konkret wird bei diesem Thema. Es ist auch die Frage, was in einem Sonntagsgottesdienst immer passt, aber es gibt ja auch verschiedene andere Situationen, um über das Thema zu reden. Wie geht das Hohelied mit dem Thema um? Wie redet das Hohelied über die Liebe? Zunächst mal, es wird über Liebe geredet und über Sexualität. Das finde ich sehr wichtig, dass das Alte Testament dieses Buch enthält, das wirklich offen über diese Themen redet. Und es ist sehr schade, wenn man das dann wegerklärt mit Allegorie und so weiter. Das ist ein Thema, über das man reden sollte. Gefühle werden offen und direkt genannt. Auch körperbezogene Aspekte werden offen und direkt benannt. Für uns manchmal sogar überraschend offen. Also wenn hier von den Brüsten und so die Rede ist, dann zuckt man so als Bibelleser vielleicht oder als wie auch immer im Kontext auch immer so mal kurz zurück. Aber da wird nicht nur so rumgeschlichen, sondern es werden die Dinge auch konkret benannt. Andererseits muss man sagen, der innerste Bereich bleibt geschützt. Also an bestimmten Stellen, wo es jetzt wirklich um den Geschlechtsverkehr geht oder so, da kommt dann nur noch ein Bild. Da ist dann ein schönes Bildgebrauch, aber nicht mehr konkret gesagt. Ich denke, da ist es auch ein Unterschied, ob man hier ein Bettgeflüster von Liebenden hat oder ob man einen öffentlichen Text hat. Da redet man über bestimmte Sachen anders. Auf jeden Fall, was zum Thema Liebe auch ganz stark auffällt beim Hohenlied, es wird immer wertschätzend geredet über die Liebe. Die Liebe wird gefeiert mit jedem Wort, das über sie gesagt wird. Also es wird nicht medizinisch seziert, es wird nicht verachtend gesprochen über einen, sondern immer mit Wertschätzung. Und es wird ganzheitlich geredet, es geht immer um die ganze Person, um zwei Menschen, die sich begegnen und miteinander in Beziehung treten. Das sind Dinge, die man hier also auf jeden Fall festhalten und beobachten kann. Gerade wenn wir um dieses große Segment Pornografie und so weiter heute nachdenken, Internet und so weiter, das ist sozusagen ein anderes Bild gegen das, ja, wie man über Liebe redet von der Bibel her. Es in Worte fassen, die Folie eben war so im Blick auf die Gemeinde, wie gehen wir in der Gemeinde da miteinander um. Man kann das Hohelied natürlich für die eigene Beziehung auch lesen und da gibt es nochmal andere Tipps, über die man nachdenken kann. Wichtig ist hier, findet man auch in Ratgebern zum Thema, aber kann man vom Hohelied auch her beobachten, die Fähigkeit, dass man sich eigener Gefühle und Wünsche bewusst wird, dass man sie in Worte fasst und dass man sie dem Partner auch vermittelt. Und das passiert im Hohelied die ganze Zeit über. Beiden Partner reden übereinander, über ihre Gefühle, über ihre Wünsche und vermitteln ihre Botschaften.
Ein Autor zum Hohenlied hat geschrieben, die Sprache des Hohenliedes ist Sprache der Begegnung. Über das Wechseln von Worten wird Beziehung gebaut. Es gibt Worte, die Beziehungen stärken, und es gibt Worte, die Beziehungen schwächen. Also Kritik schwächt eine Beziehung. Wenn eine Beziehung sehr, sehr gute Verbindung hat, dann kann man auch über Kritik, also muss man ja auch reden, aber viel Kritik und wenig gute Worte, dann wird die Beziehung immer schwächer und schwächer. Positive Worte, liebevolle Worte stärken die Beziehung. Meine Mutter ist Kinder- und Jugendpsychiaterin im Ruhestand und jetzt Seelsorgerin, und die gibt dann manchmal den Frauen, die meistens dann zu ihr kommen, den Tipp, überlegen Sie sich doch mal und sagen Sie Ihrem Mann jeden Tag 5 gute Sachen. Und dann sagt die Frau, aber Sie kennen ja meinen Mann nicht. Ja. Aber dann versucht es doch, und es ist erstaunlich, wie stark das wirkt. Wie das in kurzer Zeit schlechte Stimmung verändert und schlechte festgefahrene Beziehungen verändert, wenn mal so ein paar positive Sachen anfangen, hin und her zu gehen zwischen den Partnern. Wie viel Macht das hat. Die frisch Verliebten, dem muss man das nicht sagen, die machen das automatisch die ganze Zeit. Ja. Später ist es nicht mehr so automatisch, aber wenn man sich das bewusst macht, dann kann man das weiter pflegen und die Beziehung auf so einer schönen, angenehmen Ebene weiter erhalten. Das Dritte, was man auch im Hohenlied sicherlich sieht, es wird viel über die Liebe geredet und über das, was dann nach dem Reden passiert, sagt das Hohenlied dann nicht. Aber das gehört natürlich dann auch dazu. Erotische Worte, Träume, Fantasien bereiten den eigentlichen Liebesakt vor. Einige Gedanken also zum Umgang mit Worten in Beziehungen. Jetzt versuche ich das, was ich noch habe, ein paar Grundgedanken Ihnen noch zu geben, die vielleicht helfen. Ich habe überlegt, wenn man jetzt über die Liebe spricht, über die Liebe zwischen Mann und Frau, muss man ja eigentlich auch irgendwie definieren, was ist Liebe oder wie definiert das Hohelied die Liebe? Letztendlich ist Liebe etwas, das man gar nicht großartig definieren kann, weil es so etwas Elementares ist für unser Menschsein, dass wir wissen alle, was gemeint ist, und trotzdem ist es schwer zu definieren. Das Hohelied hat verschiedene Zugangsweisen, die nicht das Wort Liebe definieren, aber sozusagen so Räume eröffnen, wie man über das Thema nachdenken kann. Das erste, das wir wenigstens kurz einmal genannt haben. Es gibt einen Vers, einen Satz im Hohelied, wo nicht die Liebhaber sprechen, sondern wo, so könnte man sagen, irgendwie der Autor des Buches sich auch zu Wort meldet, wo so ein grundsätzlicher Satz gesagt wird. Und das ist hier in Hohelied 8. Stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol, die Leidenschaft, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort. Das geht weiter. Hier wird die Liebe als eine Urmacht beschrieben, als etwas, was tief in uns liegt und was wir sozusagen in uns ja vorfinden. Ja, schon die Kinder merken irgendwann, das gibt zwei verschiedene und so weiter, und später im Teenageralter merkt man dann diese Urmacht der Liebe sozusagen in sich, und es ist was Großes, was Gott in uns gelegt wird. Es ist eine Macht stark der Tod, also so ähnlich grundlegend wie der Tod. Der Satz sagt vielleicht noch mehr, nämlich, dass es auch etwas ist, was dem Tod gegenüber steht. Eine Macht, die es mit dem Tod aufnehmen kann. Ja. Die Liebe ist eine Macht, die es mit dem Tod aufnehmen kann, die sich dem Tod gegenüberstellt. So viel in aller Kürze hier, und nochmal das Bild dazu, also diese Lebenserneuerung, die mit der Liebe verbunden ist. Ein zweites würde ich vom Hohenlied her formulieren, die Liebe ist ein Garten. Es gibt einen Theologen, der darüber geschrieben hat, der hat einen etwas trockeneren Begriff gewählt, nämlich Daseinsraum. Er hat gesagt, die Liebe ist ein von Gott gewährter Daseinsraum. Also dadurch, dass wir geschlechtliche Wesen sind, erschließt uns das einen Raum. Und den können wir betreten, den können wir praktisch erkunden, den können wir genießen, damit können wir was machen. Ja. Wenn wir in einer Welt leben würden, wo es keine Geschlechter gäbe, da würde einiges, ich weiß nicht, was man im Tag dann spielen würde, wenn man keine Liebeslieder spielt. Und auch in einer Hinsicht würde sich vieles verändern. Die Liebe, die schafft uns einen Daseinsraum, und den dürfen wir gestalten. Und das Hohelied lädt ein, diesen Garten zu erkunden und auch zu gestalten. Das Hohelied kommt nicht so sehr von den Grenzen her, was ist erlaubt, was ist verboten. Das ist ja auch so ein
manchmal auch ein Problem in Gemeinden, dass wir dann anfangen, über Sexualität zu reden, Probleme auftreten. Immer verhindern, aber es ist dann im Ältesten, dann gibt es irgendwas mit Ehescheidung oder mit Homosexualität, dann muss man sich da irgendwie entscheiden, was man da macht und so weiter. Und das Gefühl ist, dass die Gemeinde zu dem Thema Liebe, Sexualität immer nur so Abgrenzendes zu sagen hat, immer nur sagen kann, was richtig und falsch ist und so. Aber eigentlich hat die Bibel viel mehr dazu zu sagen. Die Liebe ist eine Gabe, ein Daseinsraum, ein Garten, den Gott uns gibt, den wir gestalten können, der auch seine Grenzen hat und seine Ränder irgendwie hat, über die muss man natürlich auch reden, wenn es dann darum geht, aber es ist erstmal ein Geschenk. Also wenn man etwas einzäunt, ein Gebiet mit einem Zaun umgibt, dann ist nicht der Zaun das eigentlich Wichtige, sondern das, was innen drin ist, in dem Zaun. Ja, und das ist eben die Liebe. Und die Gebote machen den Zaun, die schützen etwas, aber was ist? Ja. Es reicht nicht, wenn wir unseren Leuten in der Gemeinde sagen, dass Ehescheidung schlecht ist. Wir müssen uns helfen, dass Ehe gut werden kann. Ja. Und das füllen, nicht nur über Gebote und Verbote reden. Die kommen auch dran, wenn es ihre Zeit ist, dass es Frage. Es geht nicht darum, das eine mit dem anderen gegen das andere in Anschlag zu bringen. Aber zunächst mal muss man das Thema von der Mitte her, von seinem eigenen her definieren. Und hier eben die Liebe als Garten. Eine dritte Charakterisierung der Liebe ist die Liebe als Geschichte. Das Hohelied erzählt Geschichten von Liebe. Kleine Elemente von Geschichten, aber vielleicht auch in eine größere Geschichte verbinden kann. Und ich habe dazu ein Buch von einem Psychologen gefunden, das hat jetzt nichts mit dem Hohenlied zu tun, aber der auch diesen Blickwinkel wirft auf die Liebe als Geschichte. Das möchte ich gerne noch vorstellen, weil das auch nochmal so ein paar Anregungen gibt, auch für uns heute. Das Hohenlied selber hat eine Geschichte. Ich habe da untersucht, die Gliederung des Hohenlieds wird diskutiert und ist umstritten. Ich habe da auch was zu entwickelt, das will ich jetzt nicht im Detail vorstellen, aber eine Grundidee, die nicht nur ich, sondern auch andere haben, ist, dass es so einen zyklischen Rhythmus gibt. Es fängt immer damit an, dass die Frau allein ist und sich nach dem Geliebten sehnt. Kommt der Geliebte, sie macht ihm Komplimente, während er kommt, dann ist er da und redet und macht ihr Komplimente, verlangt nach ihr und dann gibt sie sich ihm hin oder sie lädt ihn ein. Und dann geht es wieder von vorne los. Und das wird 5-mal durchlaufen im ganzen Hohenlied. Ich habe das hier auf der Übersicht kurz, das kann ich jetzt nicht alles so schnell belegen, da müssten wir jetzt noch mehr Zeit dafür nehmen, aber als Grundidee gibt es ein Kennenlernen am Anfang, es gibt ein Rendezvous, eine Verabredung zu einem Rendezvous, genauer gesagt. In der Mitte des Hohenliedes haben wir dann Hochzeitstag und Hochzeitsnacht. Da ist auch eindeutig, da kommt das Wort, kommt der Schleier vor und Hochzeit, die Wörter kommen davor. Es geht also da um eine Hochzeit in der Mitte. Der 4. Zyklus enthält verschiedene dramatische Ereignisse, die Geliebten, die sich verpassen und ein paar Szenen, die so ein bisschen auch an Grenzen gehen, Grenzen austasten. Und der 5. Zyklus geht dann wieder ruhiger, da geht es letztendlich um den Treueschwur, diesen Satz, den wir eben auch gelesen haben. Leg mich wie ein Siegel an deinen Arm, wie ein Siegel an dein Herz, wird da formuliert. Als abschließender Treueschwur. Welche Geschichte erzählt das Hohelied in aller Kürze? Ich versuche da weiter zu blättern. Es ist, und das möchte ich gerne auch nochmal unterstreichen oder betonen, die Geschichte einer romantischen Liebe. Das ist eigentlich in sich ein Widerspruch, weil die Zeit der Romantik ist ja lange nach dem Hohenlied. Und es geht manchmal so das Gerücht um, dass erst seit der Romantik sozusagen die Liebe für die Eheschließung das Entscheidende ist. Richtig ist, dass faktisch es immer viele Gründe gab, weswegen man geheiratet hat. Und natürlich gab es auch immer finanzielle Gründe oder Familiengründe. Man will eine gute Partie machen und so weiter und solche Dinge. Aber das Ideal, das im Hohenlied beschrieben wird, ist eine Liebesheirat. Das ist auch hier ganz klar. Ein Wechselspiel von Nähe und Distanz, von Erwartung und Erfüllung wird beschrieben. Die Liebe setzt sich auch gegen Hindernisse durch. Die Frau, die nachts durch die Stadt läuft und ihren Geliebten sucht und so weiter. Die Liebesgeschichte mündet in die Ehe und setzt sich dann weiter fort. Ich deute das auch jetzt hier nur kurz an. Der Robert Sternberg, der Psychologe, hat gesagt, dass auch wir heute, wenn wir an Liebe denken, oft ein Drehbuch von Liebe im Kopf haben, also eine Geschichte von wie Geschichte abläuft. Und er hat gesagt, er hat versucht, auf verschiedene Arten Liebe zu definieren.
was Menschen sich darunter vorstellen, und er meint, am ehesten hat das was damit zu tun, dass man eine Vorstellung hat von der Geschichte der Liebe. Und wenn zwei Partner zusammenkommen, dann ist spannend die Frage, wer hat jetzt welches Drehbuch von Liebe im Kopf und passen die Drehbücher zueinander? Kann man denselben Film aufführen, gemeinsam sozusagen, oder kann man es nicht? Und er hat in seinem Buch irgendwie so über 25 verschiedene Drehbücher der Liebe formuliert. Ich will mal zwei, drei vorstellen, einfach nochmal so als Anregung. Ein Drehbuch, was er formuliert hat, ist die romantische Fantasiegeschichte. Der Ritter und die Prinzessin überwinden auf ihrer Suche nach dem Partner viele Hürden, bis sie sich schließlich finden und dann für immer glücklich zusammenleben. Das ist eine Fantasie, die man auch aus vielen Filmen kennt, und Filme prägen tatsächlich ja auch unsere Vorstellung von Liebe mit. Diese Fantasie hat eine große emotionale Kraft. Man bewundert den Partner, man setzt sich für den anderen ein, man investiert sich. Es gibt eine Sache, die, das steht hier nicht direkt formuliert, die ein echtes Problem ist bei dieser romantischen Fantasiegeschichten, nämlich diese enden immer mit der Hochzeit. Also ist ja in vielen Spielfilmen so. Und die Frage ist, was kommt dann? Ja? Kann man dann weiter diese romantische Dramatik aufrecht erhalten, oder muss man nicht irgendwie dann doch darauf einstellen, dass es auch so eine Art von Alltag dann mal gibt und nicht jeden Tag der Prinz auf dem weißen Pferd wieder neu vorbeikommen kann oder so. Das ist die Herausforderung bei dieser Geschichte. Eine weitere, nennt Sternberg die Haus- und Heimgeschichte. Das ist eine Geschichte, die weniger von Bewegung bestimmt ist, sondern mehr von einem Ort, von einem Zentrum. Das eigene Haus bildet das Zentrum, das wird schön gestaltet, gut gepflegt, Partner und Kinder darin wohlfühlen und miteinander glücklich leben können. Das kann auch eine starke Geschichte sein, die zusammenhält, wenn man gemeinsam sozusagen sein Heim pflegt und gestaltet, im konkreten Sinne, im übertragenen Sinne, seine gemeinsame Heimat sozusagen miteinander pflegt. In eine andere Richtung geht das Drehbuch, die Zusammen-Unterwegs-Geschichte. Das Leben ist eine gemeinsame Reise. Die Partner verfolgen ein oder mehrere Ziele und genießen es, zusammen auf dem Weg zu sein. Ganz konkret bei uns oben in Eversbach an der Hochschule, wir haben ja die Mission direkt dabei, und Menschen, die in die Mission gehen, haben auch natürlich so eine Unterwegsgeschichte, rein schon vom Beruflichen her. Und da muss ich zu dieser beruflichen Unterwegsgeschichte auch so eine partnerschaftliche Unterwegsgeschichte auch finden. Man braucht ja einen Partner, der eben mit einem zusammen auch unterwegs dann sein will. Ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, schweißt zusammen. Eine Gefahr, wenn das lang ersehnte Ziel erreicht ist, dann kann die Partnerschaft langweilig werden. Wenn Ziele nicht mehr übereinstimmen, dann können sich auch die Wege trennen. Dann ist das, was einen die ganze Zeit zusammengehalten hat, plötzlich nicht mehr da. Eine weitere Geschichte, nur in einem Stichwort gesagt. Ja, es ist doch passiert, dass er gleich zweimal geschaltet hat. Nein. Also, Entschuldigung, ich weiß nicht, woran es liegt. Batterie ist leer, ja. Die Gartenpflegegeschichte, die Beziehung ist wie ein Garten, der stetiger Pflege bedarf. Manchmal auch die Variante, ein Partner ist der Gärtner und der andere ist der Garten oder eine Gartenblume. Das sind Geschichten, die haben ihren Vorteil, weil jede Beziehung Pflege braucht. Aber es gibt auch eine Art, durch sehr starke und berechenbare Art der Garten, der Beziehungspflege, eine Beziehung zu ersticken. Also das ist auch, hat auch seine Vor- und Nachteile. Die Opfer- und Helfergeschichte, der eine Partner ist der irgendwie helfen kann und der andere ist der dem geholfen werden muss. Es gibt auch diese Co-Abhängigkeiten, einer hat was und der andere versucht zu helfen. Hat auch seine Tücken. Ein Partner kann tatsächlich eine Hilfe sein, wenn es geht, ein Problem zu bewältigen. Der Betroffene darf sich allerdings nicht darauf ausruhen, dass der Partner die Dinge regelt. Man muss es auch in Ordnung bringen. Die Schwierigkeit ist dann, und das habe ich auch mal in der Seelsorge erlebt, wenn das Problem bewältigt ist. Ja, da war eine Frau, die hatte noch einen alten Partner, der tendierte so zum, ich sag mal, Stalken, nicht ganz im engen Sinne, aber es war eine ganz konfliktreiche Sache, und der neue Partner war sozusagen
hat da geholfen in dieser Situation. Aber als diese Spannung weg war mit dem alten Partner, dann war diese Rolle nicht mehr klar. Und dann ist es auch irgendwie zerfallen. Also das ist auch Typen. Die Lehrer-Schüler-Geschichte, einer der Partner übernimmt die Rolle des Lehrers und eine ganze Reihe von anderen Geschichten. Sternberg lädt dazu ein, dass man gemeinsam darüber nachdenkt, sozusagen, was für eine Geschichte der Liebe habe ich eigentlich in meinem Hinterkopf? Habe ich von meinen Eltern irgendwie unbewusst mitgenommen aus Film und Fernsehen oder von anderen Leuten, die mir wichtig sind? Welchem Drehbuch folge ich? Und dass man das mal für sich aufschreibt oder analysiert. Man muss mal diese Geschichten alle mal so durchlesen und sagen, wo finde ich mich wieder? Und der Partner kann das auch machen. Und dann kann man sich mal drüber unterhalten und sehen, haben wir eigentlich überhaupt die gleiche Geschichte? Und wenn es verschiedene Geschichten sind, wie passen die zusammen? Und wie finden wir einen gemeinsamen Weg? Jedes dieser Drehbücher ist natürlich ein bisschen klischeehaft, das ist klar. Man wird nicht völlig in so einer Geschichte aufgehen, aber man hat Elemente davon. Es gibt gute Seiten, es gibt problematische Seiten und dann eben die Frage, wie passt das mit dem zusammen, was der Partner sich vorstellt, die Partnerin sich vorstellt. Und dieser Gedanke hilft, sozusagen Liebe bewusster zu gestalten und vielleicht auch zu verstehen, warum manche Sachen nicht so gut laufen, weil die Erwartungen irgendwie unterschiedlich sind und man hat sich nie so richtig darüber ausgesprochen. Auch das ist sozusagen eine Idee, wie man überlegen kann, oder was das Hohelied für Anregungen gibt, eben indem es auch eine Geschichte erzählt oder Elemente von Geschichten und dann eben sozusagen die weiterführende Frage, was ist eigentlich meine Geschichte? Ja, wo finde ich mich da wieder? Was ist da für mich beispielhaft? Eine ausführliche Darstellung von all den Geschichten, da müsste man sich das Buch von Sternberg kaufen. Ich habe auch im Kommentar die alle mal dargestellt und als Anregung da mitgegeben. Ja, ich höre jetzt an der Stelle auf, obwohl es immer noch viel Schönes und Wichtiges zu sagen gäbe. Aber ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Sie haben den Abend jetzt erstmal auch nicht viel zuhören müssen oder dürfen oder können, wie auch immer. Und jetzt ist die Gelegenheit zum Fragen stellen und dass Sie auch Ihre eigenen Eindrücke, wie Sie möchten. Also Fragen und Diskussionen sind jetzt eröffnet. Ja, ganz herzlichen Dank.